Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Ja, unser Haus wird immer vollgeräumter hier. wir müssen mal zusehen, dass wir das dann vielleicht auch mal vergrößern. Vielleicht schaffen wir das ja im Winter noch. Gucken wir mal. Ja, wir haben auch einige Pflanzen wieder zu gießen. Ihr seht das schon. So, Bello kriegt direkt was zu trinken hier. Zack. Damit er ein bisschen mehr Ruhe gibt. Ja, wie das immer so ist. Ist jetzt unsere Gießkanne natürlich leer. Eine neue Vogelscheuche haben wir auch. Alles durch das Fest von der letzten Folge. Da haben wir ordentlich abgesahnt. Auch unsere Energie ist jetzt ein bisschen mehr geworden. Wir haben da nämlich unsere erste Sternfallfrucht bekommen. Die konnten wir uns mit Marken, die wir auf diesem Fest gewinnen können, kaufen. Damit haben wir dann jetzt schon mal gut vorgesorgt. Und im nächsten Jahr brauchen wir dann glaube ich, ja, gar nicht mehr so viele Marken sammeln, weil dann gibt es nur noch so ziemlich uninteressante Sachen. Ich weiß gar nicht, ob das Angebot dann nochmal wechselt. Wichtig war hier die Sternfallfrucht und die Vogelscheuche. Und dadurch, dass wir das Fest auch noch gewonnen haben mit unserer Auslage, haben wir dann auch nochmal 1000 Marken extra bekommen. Ja, hätten wir uns dann gar nicht so erspielen brauchen. Aber ja, es ist ja nicht immer sicher, ob man auch das Fest dann gewinnt mit den Produkten, die man da auslegt. Wir hatten aber Glück und haben dadurch dann auch eben nochmal diesen Teppich und die Vase für unser Haus kaufen können. Ja, als letztes hätte es noch einen Ring gegeben für 1000 Marken, aber ja, den haben wir jetzt nicht mitgenommen, weil wir haben schon zwei Ringe und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so wichtig gewesen, dass wir den mitnehmen. So, wir gießen ja alles zu Ende. Und da ist auch schon wieder eine Haselnuss fertig geworden. Das heißt, da gucken wir auch gleich mal, dass wir da was Neues platzieren. Huch. In die Luft zu gießen ist natürlich auch nicht so cool. Ja, es gibt, ich glaube, 7 Sammlervogelscheuchen. Wir haben jetzt schon 3 mittlerweile. Ja, und 2 normale haben wir da stehen. Mal gucken, wo wir die anderen noch so herbekommen. So, Weintrauben sind auch wieder fertig. Müssen wir auch gleich mal alle einsammeln. Können wir schon mal anfangen. So, die beiden Enten noch. Und dann haben wir das. Ja, gegossen ist schon mal wieder alles. Genau, und da wollten wir nochmal ran, hier für das eine Feld. Zack. So, den Hut können wir auch mal im Haus lassen. Den Hut haben wir uns auch noch gekauft, weil wir so viele Marken übrig hatten. Was sehe ich da? Was sehen da meine Augen? Wieder ein bisschen Gelee ist fertig geworden. Ja, hier sind unsere 3 Bäume, die Mahaguni-Bäume. Mal sehen, ob aus denen noch was wird. Ja, hier haben wir nochmal eine Brombeere. Da können wir nochmal ein bisschen verschenken gehen in die Stadt. Unser Hühnerstall ist fertig, da müssten wir dann auch nochmal ein paar Hühner kaufen für. Sonst ist es ein bisschen blöd. So, lass uns doch schon mal gucken, ob wir dann hier vielleicht auch mit dem Holz, was wir haben, ja, einen neuen Bereich zaubern können. Beziehungsweise können wir vielleicht machen, wenn wir hier das Gras auch wegmachen, wenn das Silo fertig ist. Robin hat ja jetzt heute erst damit angefangen. Liegt daran, weil das Fest halt noch in die Quere kam. Und Robin nimmt sich dann halt eben auch frei. Kann man natürlich verstehen an so einem Feiertag. So, dann holzen wir hier schon mal ein paar Bäume ab.
Das können wir auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen vorbereiten. So, der Stein kann auch weg. Der auch. Ja, ist auch die Frage, wie weit wir dann hier nach unten gehen. Weil ich möchte das eigentlich ähnlich aufbauen wie den Stall oben. Dass wir da auch einen kleinen Bereich haben, wo die Hühner dann rausgehen können. Hier an dem Gras ein bisschen sich sättigen können. Das ist so der Plan an dem Ganzen. Ja, den Baum haben wir noch hingekriegt. Jetzt ist aber auch erstmal Schicht im Schacht wieder mit der Energie. Was wir aber noch machen können, wir können ein paar Sachen platzieren. Genau, hier ein bisschen Trittstein, Pfad auf jeden Fall. Steine haben wir ja genug. Dann können wir mal schon mal gucken, wo die Reise hingeht hier. Ja, ich glaube, dann kann hier so auf der Höhe der Zaun kommen. Na. So, ein Tor wollen wir dann natürlich auch noch haben. Kommen dann auf das Ende wieder. Und hier geht es dann weiter. So, Energie ist bei 5. Ach, guck mal, wir können hier auch in das Gras reinbauen. Ist natürlich auch praktisch. So, genau. Dann würde ich da nochmal eine Tür hin basteln. Man halt hier von oben auch reinkommen kann. So, dann kann man hier vielleicht noch noch einen Hühnerstall ransetzen mit noch einem Silo. Dann kann man die alle komplett hier rauslassen. Das wäre doch mal eine Idee. Dann haben wir hier so ein kleines Layout, sag ich mal. Wie das Ganze am Ende auszusehen hat. So, den Zaun legen wir hier erstmal wieder rein. Kiefernzapfen, ja, die Baumaterialien. Das können wir reinlegen. Ein bisschen Kohle haben wir wohl gefunden. Genau, und das legen wir auch mal alles ab. Zack, zack. Ach, die haben wir hier unten drin. Da war ja was. So, den Rest können wir verkaufen. Und dann machen wir uns mal auf in die Stadt. Schauen wir mal, wen wir da so beschenken können, wen wir so treffen. Ein paar Wildpflaumen können wir hier sammeln. Ja, der Bus wird irgendwann auch mal repariert werden. Da werden wir dann in einen komplett neuen Bereich auch noch kommen. So viel sei schon mal gesagt, aber ja, zu viel verraten möchte ich auch nicht. Der eine oder andere wird das Spiel natürlich auch schon kennen und weiß, wo es dann hingeht, aber andere kennen es vielleicht noch nicht. Und die sollen dann auch ein bisschen überrascht werden. So, oh, das ist lieb. Ich danke dir. Kein Problem, Caroline. Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Falls nicht, können wir dir vielleicht aushelfen. Genau, wir haben eine Vielfalt an Sachen. Ja, mal gucken, ob Pierre noch aufhat. Den würde ich dann ganz gerne auch noch hier die Brombeere geben. Achso, Mittwoch ist Ruhetag. So, Mani hat morgen Geburtstag. Da können wir vielleicht auch nochmal reingucken. So, kaufe einen Kupferbahn zum dreifachen Marktpreis. Bitte direkt bei mir abliefern. Ja. Holen wir mal schnell einen Kupferbarren. Das können wir übrigens. Vor allen Dingen erhöht das natürlich auch wieder unsere Beziehung zu ihm.
Und gerade bei Clint finde ich das ein bisschen schwierig. Ich weiß immer gar nicht so, was man dem schenken kann, weil auch seine Reaktion immer sehr zu wünschen übrig lässt. Finde ich schwierig zu lesen. So, hier ist der Kupferbarren. Den nehmen wir mit. Ja, schon mal hier oben reinpacken. So, gleich 17 Uhr. Der Tag fliegt so an einem vorbei. Und Energie haben wir auch aufgebraucht fast. Ja, morgen müsste das Silo fertig sein. Dann gucken wir mal, ob wir den Hühnerstall schon mal erweitern können. So, wie geht's dir, Sam? Hey, irgendetwas riecht gut wie Pizza. Riechst du das auch? Vielleicht kocht Mutter etwas. Bitteschön. Das hast du für mich besorgt. Danke. So, Caroline hatten wir schon. Harvey können wir auch nochmal beschenken. Das ist ein nettes Geschenk. Danke dir. Ja, das können wir auch schon hier, das Gespräch mit dem Niesen, Hand vorhalten. Ist klar. Und Penny, ganz wichtig. Unsere Perle hier. Danke, sieht nett aus. Diese Stadt ist sicher, aber ich begleite die Kinder trotzdem immer nach Hause. Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Da ist Mani, du kannst eine Sense benutzen, um aus Gras Futter zu machen. Oder du kannst es natürlich von mir kaufen. Ich könnte das Geld gebrauchen. Adios. Danke dir, das sieht nett aus. Ja, so beschenken wir hier alle nach und nach. Genau, Mani, geh mal am besten weg. Dann können wir hier in die Mülltonne nochmal reinschauen. So, da war schon mal nix. Da haben wir Ahornsamen. Am Strand würde ich eigentlich noch ganz gerne vorbeischauen. Das ist für mich fabelhaft. Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon mal dort? Ja, Leute, stimmt. Im Wald müssen wir eigentlich auch mal vorbeischauen. Wir haben ja mittlerweile eine Stahlaxt. Damit geht das. Haben wir noch gar nicht gemacht. So, nochmal ein neues Buch für die Bibliothek. Sollen wir aufpassen hier mit unserer Energie. Oha. Es wird eng jetzt. Drei. So, ansonsten haben wir hier auch gar nichts zum Sammeln. Da ist eine Koralle. Ja, ein bisschen Energie sollten wir uns vielleicht aufsparen für die Würmer. So, hier hinten die. Da ist Clint. Hallo Thomas, Kupferbahn, genau was ich gesucht hatte, sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist dein Geld. Mal schauen, was haben wir denn bekommen jetzt? 180 Gold, ja, kann sich sehen lassen. Hey, was brauchst du? Danke. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. So, es ist so angenehm, am Fluss zu leben. Ich schlafe jede Nacht mit dem beruhigenden Murmeln des Wassers ein. Ja, die meisten Gespräche kennen wir leider schon, Leute. Teilweise lese ich sie nochmal vor. Aber manchmal lasse ich das auch einfach. Wir wollen uns ja auch nicht ständig wiederholen. So, in der Kneipe können wir nochmal vorbeischauen und die restlichen Leute dort mal beschenken. Pam und Shane müssten auch da sein. Und hier Abigail, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal versucht mit der Brombeere hier? Was soll ich damit anfangen? Ja, mag sie nicht. Pflanzt du dieses Jahr Kürbisse auf deinem Hof? Lege einen für mich zurück. Kennen wir auch schon. Okay, also Abigail und Maru können wir mit den Brombeeren leider nicht beeindrucken. Das ist großartig, danke. Nein, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Da hast du echt was Gutes geleistet, Kindchen, danke. Hey Ken, du bist zu jung, um hier Trübsal zu blasen. Oh, das ist lieb, danke dir. Danke. Eine Freundin von mir führt einen Laden in der Wüste. Falls jemand dort vorbeikommt, richtige Grüße von mir aus. Ich glaube, sie verkauft ein paar seltene Produkte. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Ja, das war's dann auch hier in der Kneipe erstmal wieder. Ich glaube, wir können es auf nach Hause machen, Leute. Gucken wir hier nochmal in die Mülltonnen rein.
Ja, immerhin haben wir hier nochmal Müll bekommen für unsere Recyclingmaschine. Und das soll es dann erstmal wieder gewesen sein für heute. So, 35.000 Gold haben wir. Ja, im Winter werden wir viel Geld ausgeben für die Werkzeuge. Auch die Hacke müssen wir mal gucken, ob wir die schon verbessern wollen. So, hier haben wir ein paar Sachen noch. Was haben wir hier? Was ist denn das eigentlich? Getrockneter Seestern. Müssen wir mal drin gleich gucken, ob wir den schon in der Kiste haben. So, und die eine Koralle verkaufen wir mal. Gut, Lodi. So, Seestern haben wir hier noch nicht drin. Dann nehmen wir vielleicht mal einen mit. Ich weiß nicht, ob wir den schon im Museum abgegeben haben. Gucken wir dann uns am nächsten Tag mal an. Ja, allzu viel kommt jetzt hier nicht bei rum. 1300. Da hätten wir uns am Anfang, am ersten Tag, wo wir angefangen haben, hätten wir uns da schon drüber gefreut, über so eine Summe. Jetzt ist das schon fast wenig. So, wir haben einen Brief. Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es dir, mehr Erz abzubauen. Oder sowas. Pass auf dich auf. Wir haben jetzt gelernt, Algensuppe herzustellen. Und ja, wir gießen wieder ein bisschen rum. So, die Preisebeeren sind auch wieder fertig. Das freut unser Farmerherz. Das gibt nämlich gut Kohle. Die ernten wir sogar gleich mehrfach. Und ein paar Felder haben wir hier wieder frei. Da müssen wir auch was Neues anpflanzen für die restlichen Tage. Gucken wir mal. So, unsere Gießkanne ist wieder leer. Zack. Ja, wir versuchen dann ein automatisiertes Feld anzulegen. Und vielleicht oben an den Kisten noch mal so ein paar Felder, die wir selber mit der Gießkanne noch mal gießen. Schauen wir mal. Die Sprinkler kosten natürlich auch mehr Ressourcen. Da oben die Kürbisse sind auch schon wieder fertig. Was haben wir denn hier noch für Samen? Herbstsaat haben wir noch mal. Okay, vielleicht können wir hier gemischte Saat noch mal ein bisschen ausbringen. So, die packen wir erstmal rein. Sollten wir in diesem Herbst noch schaffen, dass das hier was wird. Natürlich bei diesem gemischten Saat ist das immer nicht so einfach, weil da keine Zeitangabe mit beisteht. Drei Krähen hat die Vogelscheuche schon verjagt. So, dann die drei nochmal anlegen und hier haben wir gemischte Saat. Oder sieht man auch schon, die sehen ganz unterschiedlich aus. So, wir bekommen einen Stein. Okay, das stackt sowieso. Lass uns hier nochmal reinschauen. Preisebären haben wir 5.
Und die legen wir ja erstmal hier ab, genauso wie die. Brombeeren nehmen wir mit zum Verkaufen, Preisebeeren, zum Verschenken meine ich. Preisebeeren verkaufen wir alle. Was haben wir hier an Kürbissen? Ja, da würde ich ja eigentlich gerne das einmal austauschen. Verkaufen wir die. Und die verkaufen wir auch. So. Einmal Wasser für Bello. Hier ist unser Mahagonibaum. Weiß ich auch nicht, was der bringt. Habe ich noch nie angepflanzt vorher. Und Honig ist auch fertig geworden. So, die restliche Milch packen wir hier rein. Käse haben wir nur in normaler Qualität bekommen, leider. So, den Honig holen wir uns noch. Hier ist das Silo fertig geworden. Das ist super. Hier haben wir das nochmal eben weg. Den auch. Ja, da könnten wir dann den Weg eigentlich schon mal zu Ende bauen. Die ganzen Bäume, die hier mitten im Weg rumstehen. So. Können wir hier noch was einsammeln? Ja, ein bisschen. So, ja, wir können weiter Heu sammeln. Habt ihr schon gesehen. Und hier machen wir ein bisschen frei. Ich glaube, den haben wir auch schon mal weg hier. Zack. So, hier hätten wir Platz für einen weiteren Hühnerstall. Ich weiß nicht, ob wir mit Stein und Holz hinkommen. Wir gucken mal. So, brauchten wir Honig noch für irgendwas? Ein schwarzes Brett vielleicht irgendwo? Nö, kein Honig. Dann können wir den, glaube ich, auch verkaufen. Guck mal, hier haben wir wieder ein bisschen was zum Sammeln. So, ich hätte gerne den nächsten Hühnerstall und dann auch nochmal ein Silo vielleicht daneben. Dann haben wir auf jeden Fall genügend von allem. So, noch ein Buch für die Bibliothek. Und hier errichten wir dann nochmal, ja, für 4000 Gold und 100 Stein, 300 Holz, einen weiteren Hühnerstall. Den bauen wir dann hier hin. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deiner neuen Hofgebäude-Hühnerstall zu arbeiten. Sehr schön. Dann sind wir da für den Winter schon mal gut gerüstet. Achso, bei Robin können wir dann vielleicht auch gleich nochmal eine Brombeere abgeben. Fällt mir gerade ein. Danke, das ist wirklich nett. Du bist immer hier willkommen, auch wenn du dein Haus nicht gerade ausbauen willst. Es kann hier in den Bergen ziemlich einsam werden. Die ganzen Sachen vielleicht schon mal verkaufen können zu Hause. In die Kiste reinschmeißen. So, Carolyn. Warte mal. Wir haben hier noch was. Achso, haben wir schon zwei Geschenke gemacht. Aber den Bürgermeister noch nicht. Das ist ziemlich nett von dir, danke. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Das haben wir auch schon gemerkt. Ich mag es, mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen, um auf den neuesten Stand zu kommen. Ja, gibt andere, die sind jeden Tag da. Was brauche ich heute? Was mache ich heute zu Abend? Vielleicht hole ich etwas aus der Kneipe zum Mitnehmen. Danke dir, das versuchst mir meinen Tag. Vielleicht habe ich die Jungs ein wenig zu verwöhnen. Sie mussten sich nie um die Hausarbeit kümmern. Ich wollte, dass sie ihre Kindheit noch genießen, solange sie können. Naja, Sam ist jetzt aber erwachsen. Ich hoffe, er ist deswegen nicht faul geworden. Das wäre nicht gut. Eltern zu sein ist nicht einfach.
Wie nett, danke dir. Heute backe ich Kekse, sie sind wie kleine Kürbisse geformt. Vielleicht verrate ich dir später mal das Rezept. Hast du uns schon verraten, Omi? Hast du uns doch schon verraten? So, hier gucken wir nochmal rein. Zack, zack. Oder würde ich sagen, schauen wir am Strand nochmal vorbei. Oh, immerhin hier eine Muschel. Eine Venusmuschel. Inventar wird auch langsam wieder voller. Ja, auch mit drei Spalten ist es ziemlich voll, das Inventar. Aber ich glaube, noch weiter kann man es gar nicht erweitern. Wüsste jetzt nicht wie. So, bei Gunther im Museum können wir nochmal vorbeischauen, ob wir hier diesen Seestern abgeben können. Ja, unsere Reusen müssen wir eigentlich auch mal befüllen mit Ködern. Das behandeln wir auch so ein bisschen stiefmütterlich. Okay, den Seestern haben wir da schon. Gut, gut. Dann schauen wir mal in der Kneipe vorbei. Wie sieht es denn hier so aus eigentlich mit den Leuten? Linus könnten wir noch beschenken, hier Penny. Ja, haben wir schon zwei Geschenke gemacht. Elliot, Demetrius. Weiß ich gar nicht, wo die sich alle rumtreiben. Da ist Emily. Okay, haben wir schon zwei Geschenke gemacht. Bist du ein Freund von Clint? Er ist ein netter Typ, wenn ihr euch besser kennenlernt. Er ist in seinem Laden ziemlich einsam, aber er ist so schüchtern, dass er Probleme hat, neue Freunde zu finden. Mani, die hat doch irgendwie Geburtstag jetzt, ne? Oh, ein Geburtstagsgeschenk, danke. Genau. Hi, brauchst du etwas? Ich bekomme vielleicht ein paar neue Tiere in der Zukunft. Aber ich muss zuerst abklären, dass es auch einen Markt für sie gibt. Also wirst du mir erst dein Talent bei Tierhaltung beweisen müssen. Behandle deine Tiere einfach weiter mit Respekt und gute Dinge werden passieren. So, Alex, können wir auch nochmal eine Brombeere geben. Danke. Was geht, Thomas? So, da oben kommt Pam. Haben wir schon zwei Geschenke gemacht diese Woche. Ich glaube, Gas auch. Was ist denn hier Lea? Lea haben wir auch schon zwei gemacht. Demetrius können wir nochmal beschenken. Clint. Hayley, George, ja, George weiß ich auch nicht, was wir dem schenken können. Ja, Demetrius und Linus könnten wir nochmal aufsuchen. Übrigens, mein Halbbruder mag Sashimi. Wenn du ihm also mal einen Gefallen tun möchtest, es wäre ein wirklich großartiges Geschenk. Ja, Sebastian oder Sebastian. Wie auch immer. Der mag Sashimi wohl ganz gerne. Okay, dann suchen wir nochmal Demetrius auf. Der müsste doch hier oben am Fluss eigentlich stehen. Da ist auf jeden Fall Linus schon mal. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Die Leute hier scheinen nett zu sein, aber sie meiden mich. Und Menschen haben Angst vor dem Unbekannten. Danke dir, das ist ein äußerst interessantes Exemplar. Wie läuft es so mit den bäuerlichen Geschäften? Es ist Weizenzeit, nicht? So, können wir auch schon. Ja, gehen wir nochmal hoch zum Zug vielleicht. Vielleicht finden wir da noch ein paar Würmer. Haben wir noch ein bisschen Energie übrig. Ansonsten müssen wir uns jetzt auf dem Hof nochmal ein bisschen verausgaben. Da ist der Sebastian. Mein Zimmer wäre vielleicht weniger deprimierend, wenn es ein Fenster hätte. Danke. Okay, das war... Mag er, glaube ich, auch nicht so. Ja, bei den Jungs ist es ziemlich schwierig. Da oben ist nochmal... ein Wurm. Huch. Ja, gut. Am nächsten Tag gehen wir dann einfach mal nach Süden. Dann kommt der fahrende Händler nämlich wieder und dann kaufen wir uns vielleicht auch ein paar Hühner.
Haben wir hier schon reingeguckt? Ja, da ist nichts. Ja, dann lass uns doch noch mal ein paar Bäume fällen hier. Hier unten müssen wir auch noch aufräumen. Das kann ja so nicht bleiben, hier mit dem ganzen Wald. Und gerade da unten links in der Ecke sieht es auch sehr wüst aus. Ja, die kleinen Bäume lassen wir wachsen. Da können wir dann auch nochmal Holz rausbekommen. Und da geht die Anzeige schon wieder los. Gut, dann soll es das auch mal erstmal wieder reichen hier. Ah, okay, den noch, zack. Ist das? Okay, der braucht ein bisschen länger. Gut, dann bauen wir noch mal ein bisschen Holzzaun. Können wir schon mal weiterbauen. So, 1, 2, 3. Dann müsste der Zaun hier runtergehen. Und dann passt hier nämlich noch genau wieder so ein schönes Silo hin. So, das bisschen Gras lassen wir mal da drin, das kann dann wachsen. Und hier das Gras draußen können wir dann nochmal abbauen. So. Dann füllen wir das eine Silo hier nochmal mit dem ganzen Heu. Da haben wir eine ganze Menge auf jeden Fall, was wir an Futter haben für die Tiere. Für den Winter sind wir perfekt ausgestattet, müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Das ist auch das Schöne, dass das eben keine Energie kostet. Eine der wenigen Sachen, muss man ja wirklich sagen. So, hier haben wir auch noch ganz viel. Mal hier oben am Zaun so ein bisschen ordentlich. Ach, guck mal, da ist noch mal. Boah, das ist aber jetzt sehr riskant. Ja, lassen wir die Würmer mal. Oder können wir was essen? Boah, vielleicht hier ein Pilz oder eine Haselnuss. Müssen wir mal eine Haselnuss. Aber nicht, dass wir allergisch sind. Okay, kommt auch nur Lehm raus. Schade. Hätte auch was anderes sein können. Okay, es wird spät. Das heißt, wir fällen hier den Baum nochmal mit der neu gewonnenen Energie. So, schaffen wir das nur zu verkaufen? Ich weiß gar nicht. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Boah, wir hätten eine enge Kiste. Ja, bis 2 Uhr haben wir doch, glaube ich, Zeit, ne? So, eine Eichel lassen wir oben. Das verkaufen wir. Haselnuss verkaufen wir. Kürbisse. Kürbis. Da würde ich einen
Pilzkomm aufverkaufen. Hier Wildhonig. Schauen wir auch gleich mal, was der Wildhonig denn bringt. Gewöhnlicher Pilzkomm aufverkaufen. Ja, ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. So, und dann gehen wir schnell Haier machen. So, und wir schauen mal, was der Tag gebracht hat. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, Honig gibt 140. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber besser als gar nichts. Haben gut Geld gemacht, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst doch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.